Das ist halt nicht auch so klein, dass wir es nicht finden. Steigende Mieten, steigende Zinsen, ja, wie wollen wir demnächst wohnen und wie können wir uns das denn überhaupt leisten? Eine der Optionen könnten Tiny-Häuser sein, also so kleine, kompakte Häuser, die man vielleicht sogar überall hinstellen könnte. Und wie das funktioniert, das schauen wir uns heute an. Vielleicht hier, weil da die Terrassentür ist und du am besten mit der Kamera hinkommst. Oder du kommst rein, alles klar. Hier ist eine Terrassentür. Hier ist die Terrassentür. Ich dachte, du willst vielleicht von da, dann wäre es hier am besten gewesen. Die imaginäre Terrassentür. Genau. Großartig. Ja. Und ich stehe jetzt in der Werkstatt von Tech Tiny House und treffe den Early Mover Brandon. Wie kommt man auf die Idee, Tiny Häuser zu bauen? In Deutschland war das, als meine Partnerin und ich damit gestartet haben, noch nicht so gang und gäbe. Aber wir wollten eins für uns privat haben. Und deswegen hatten wir damals angefangen, unser eigenes zu planen und zu bauen. Sehe ich jede Menge rote Streifen hier drin, Brandon. Was bedeuten die denn? Wir haben hier die Fußbodenheizung verlegen müssen. Und damit keine Stauwärme unter Möbeln entsteht, müssen die einmal getaped werden, damit wir wissen, wo die sind. Das heißt, ich stehe jetzt auf den Möbeln? Du stehst jetzt auf der Küche und du musst dich klein machen, damit du unter den Oberschrank passt. Okay. Wie viel Quadratmeter hat denn so ein Tiny House? Du hast hier in der Länge 10,50 Meter etwa. Und in der Breite hast du 2,20. Das heißt, du kommst auf so knappe 25 Quadratmeter. Hier sehen wir ein Modell, das von der Kundin selbst gestellt wurde. Das heißt, die hat hier ein Tiny House mit einer Veranda davor. Und ich kann dann eben hier reingucken, dass sie da eine Küche hat, eine Hauseingangstür, ein Bad. Das sehen wir dann eben auch im Haus, eine Badewanne sogar, mit einer Waschmaschine. Das heißt, du kannst dein Tiny House selbst planen? Du kannst es selber planen, genau. Wenn ich mir jetzt ein Tiny House plane, da denke ich doch immer, ich möchte es preiswert haben, oder? Ja, das ist für viele ein Aspekt. Für viele ist es auch das Format, dass sie das mit sich mitnehmen können, dass, wenn sie umziehen, es nicht bleiben muss, sondern mit einem mitbewegt. Und ein Tiny House ist auch günstiger, aber man muss immer vorsichtig sein, dass es absolut betrachtet günstiger ist. Also auf den Quadratmeter ist ein Tiny House immer teurer, weil ich ja denselben Funktionsumfang, den ich auch in einem Einfamilienhaus habe, den will ich jetzt auch im Tiny House. Und dadurch steigt natürlich der Quadratmeterpreis. Aber der absolute Preis, der ist viel geringer. Jetzt hast du hier ein fast fertiges Haus stehen. Ja. Wer kauft denn sowas? Ganz unterschiedlich. In dem Fall hier sind das zwei aus der IT. Und die haben für sich gesagt, dass sie ein Tiny House haben wollen. Die Dame bezeichnet das als die letzte Kiste vor der allerletzten Kiste. Einfach etwas Überschaubares. Es gibt keine Kinder, keine Haustiere. Und demnach ist so ein Raum hier tatsächlich machbar. Mit Kindern wäre das viel schwieriger. Das heißt, du hast hier Stauraum, der auch Treppe ist. Ja. Und das haben die komplett selbst geplant. Ja, genau. Also wir haben ja das Modell von dem Kunden bekommen, wo eben gesagt wurde, wie das sein soll. Und wir klären dann natürlich, welche Beschläge und welche Böden und so weiter. Im Grundsatz ist das hier erstmal vom Kunden modelliert, nicht von uns. Was kostet denn so ein Tiny House? Wir sagen, dass wir mit einem schlüsselfertigen Haus um die 100.000 liegen. Aber das kann auch schon wieder ganz stark schwanken. Wenn ich sage, ich bin in einem Rohbau, dann liege ich vielleicht bei sowas wie 70.000, 80.000. Und wenn ich sage, ich bin in einem reinen Tragwerksbau, was wir drüben ja gehabt haben, dann bin ich vielleicht sogar nur bei 30.000. Aber da muss ich natürlich das alles selber nachliefern. Und es ist auch möglich, bis 200.000 hochzugehen. Das hatten wir auch schon gehabt, wenn eben ganz viele Specials dazukommen. Und nach oben ist kein Ende, wie überall. Wie finanziert man sowas überhaupt? Kann man dafür einen Immobilienkredit bekommen? Genau, das ist eine gute Frage. Viele Banken sagen, dass diese Tiny-Häuser eben keinen Immobilienkredit bekommen können, weil sie beweglich sind. Aber das ist eigentlich mehr auf die Anfangszeit der Tiny-Häuser in Deutschland zu richten, wo die Tiny-Häuser fast immer Räder hatten. Wenn ich ein Haus wie hier nehme, das keine Räder hat, dann ist das einfach wie ein normales Einfamilienhaus zu betrachten, auch vom Baurecht her und vom Baugesuch, das ich stellen muss, von allem. Da ist es kein Thema. Wenn ich aber ein Fahrzeug habe, dann wird es ein Thema, weil dann sage ich eigentlich, dass ich in einem Fahrzeug wohne und dass meine Immobilie, meine Mobilie ist. Und da gibt es ein paar Banken, ist nur eine Handvoll, die das eben bereit ist, so zu betrachten. Du kannst gerne mitkommen, ich zeige dir noch ein anderes Haus hier oben. Wow, so viel Glasfläche drin. Ja, es ist sehr viel Glas. Wir sind jetzt am Umbauen dieses Hauses und ein Kollege hat da jetzt gerade noch gewohnt, der ist da in eine andere Wohnung gezogen, hat eine gesucht und gefunden und da können wir mal reingucken. Ganz rein ist es nicht, also es ist gerade frisch verwendet worden.
Und jetzt wird noch gereinigt, wahrscheinlich dann die Woche. Ja, es sieht bewohnt aber so, aus. Es sieht bewohnt aus, genau. Kleines Bad. Ja. Wohnzimmer und Schlafzimmer. Jetzt bin ich mal neugierig. Ja? Wow. Wo siehst du denn die größten Herausforderungen für so ein Tiny House? Die größte Herausforderung ist ganz klar das Grundstück. Du musst ein Grundstück finden, wo du das abstellen darfst. Und da geht es nicht darum, wie ist jetzt der Status vom Tiny House? Ist das jetzt ein Fahrzeug oder Gebäude? Sondern wenn du das eben aufstellst, damit du da drin wohnst, dann ist das ein Gebäude. Das ist ganz klar. Nur jetzt musst du ein Grundstück finden, wo du das eben, ja, wo du halt ein so kleines Haus auch abstellen willst, weil es eine finanzielle Frage ist, wenn du ein Familienhaus abstellen könntest und oft sind Grundstücke so parzelliert, dann wäre das ja ein immenser finanzieller Einbuße, jetzt nur ein kleines Haus hinzustellen. Du könntest ja ein großes Haus hinstellen. Welchen Vorteil bietet dann das Tiny House? Ein Tiny House ist allgemein zu betrachten eigentlich als mobiler Raum. Ich kann es zum Wohnen benutzen, ich kann es als Showroom benutzen. Ich kann das, wir haben ja zum Beispiel schon für eine Philharmonie ein Tiny House gebaut. Die gehen an Grundschulen und unterrichten Musik. Oder ja, alles Mögliche kann man damit machen. Es ist ein mobiler Raum. Und ich kann auch auf Grundstücke gehen, die vielleicht nicht für 50 Jahre bebaut werden sollen. Also ich könnte, wir haben zum Beispiel ein Tiny House an einen Professor verkauft. Der hat über einen Forschungsantrag ein Grundstück jetzt für 8 Jahre. So, und dann sind aber dem seine Kinder schon aus dem Haus. Dann ändert sich sowieso die Lebenslage ganz. Und für die ist es eine super Möglichkeit. Weil die dann eben auch das Haus mitnehmen können. Heute bringt er mich ganz schön zum Schwitzen. Ich bin auf der Dachterrasse eines Tiny Houses und frage an euch, ist das eine Option für euch? Würdet ihr in sowas wohnen wollen? Schreibt es mal in die Kommentare.